Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht von mir. Heute habe ich hier für euch eine Projektionslampe von OxyLED mit 12 verschiedenen Motivpaletten. Und ihr seht hier vorne schon, mit dieser Projektionslampe kann man eben Motive auf eine Fläche projizieren. Das kann beispielsweise eine Hauswand sein oder eure Zimmerdecke oder eure Zimmerwand. Auf der Seite sehen wir hier ein paar der Motive. Das seht ihr hier Sterne, Schneeflocken, Blätter, Clowns und Kleeblätter und eben weitere Motive. Halloween-Motive gibt es auch. Hier haben wir zum Beispiel Augen, Kürbis, Geister und einen Totenkopf. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was hier alles in der Verpackung enthalten ist. Es gibt hier zwei Kartons. Ich beginne mit dem größeren, denn in diesem größeren befindet sich die Lampe. Die Lampe befindet sich hier in diesem schwarzen Sack. Und dann haben wir hier noch einen Standfuß. Das hier ist der Standfuß, da seht ihr ein Gewinde, da kann die Lampe draufgeschraubt werden, das zeige ich euch aber gleich noch. Kommen wir nun zur Lampe. Wie gesagt, befindet die sich in diesem schwarzen Sack. Das hier ist die Projektionslampe. Und hier unten hat die zuerst einmal ein Rad. Und da könnt ihr hier den Winkel verstellen. Ich stelle das Ganze jetzt mal so ein, dass ich das Ganze auf den Fuß schrauben kann. Hier unten habt ihr ein Gewinde. Und da könnt ihr eben den Fuß dran schrauben. So sieht die Projektionslampe aus. Steht auf dem Fuß. Und ihr seht, hier habt ihr überall Schrauben. Das heißt, ihr könnt theoretisch die Lampe aufschrauben. Macht das allerdings nie, wenn das Ganze an den Strom angeschlossen ist. Denn wer schon mal den 230 Volt gefasst hat, so wie ich, der weiß, dass das verdammt unangenehm, außerdem auch lebensgefährlich ist. Ihr seht hier vorne so eine Scheibe mit 6 Linsen, die rotiert eben und projiziert das Ganze an die Wand. Das zeige ich aber später noch im Detail. Ich werde filmen, wie die einzelnen Motive aussehen. Auf der Rückseite habt ihr hier einen Knopf. Mit diesem Knopf könnt ihr die Geschwindigkeit der Rotation verändern und die Scheibe auch komplett ausschalten. Das heißt, dass sie gar nicht mehr rotiert, sondern nur normal projiziert. Hier oben habt ihr 2 Schrauben. Das ist der Slot für die Motivpaletten. Das schraube ich jetzt mal auf. Und da seht ihr hier noch so einen Gummi. Der ist wichtig, dass eben hier kein Wasser oder irgendwelcher Dreck reinkommt. Und da habt ihr so eine Motivpalette. Ihr seht, hier sind so kleine runde Kreise und in diesen Kreisen habt ihr eben die Motive. Hier ist zum Beispiel ein Baum, ein Weihnachtsschuh, ein Weihnachtsmann und Glocken. Und das Ganze wird hier eben in diesen Slot gesteckt. Dann kommt hier der Gummi wieder drauf und dann wird das Ganze wieder mit den Schrauben fixiert. Wie gesagt, es gibt insgesamt 12 Motivpaletten, die ich einzeln noch testen werde und aufnehmen, was die genau projizieren. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Karton, das ist dieser hier. Da haben wir zuallererst mal diesen weißen Karton und in diesem weißen Karton befinden sich eben weitere Motivpaletten. Wie gesagt, das sind alles solche Plastikscheiben und die könnt ihr eben da oben hier reinstecken und auswechseln. Als nächstes haben wir dann hier noch diesen Stromadapter, denn der Stromanschluss hier hinten, dieser Stecker, der ist ein bisschen ungewöhnlich und deswegen gibt es hier den Adapter, da könnt ihr das Ganze hier einstecken und dann kommt das Ganze eben in eine normale Steckdose. Fixiert werden kann das Ganze noch mit so einer Kappe, die hier am Kabel dran ist. Das wird hier draufgeschraubt und dann hält das Ganze auch fest. Als nächstes haben wir hier noch 2 Ersatzgummis. Wie gesagt, hier oben war ja ein Gummi drauf. Wenn der Gummi kaputt geht, habt ihr hier noch 2 Ersatzgummis. Auf jeden Fall gut, dass das beiliegt. Und der Fuß hat hier 4 Löcher. Und das heißt, ihr könnt den Fuß festschrauben. Da liegen hier auch 4 Schrauben bei mit 4 Dübeln. Dann haben wir hier noch einen Spike, nenne ich ihn jetzt mal, dieser Stachel hier, der hat auch ein Gewinde und da könnt ihr eben die Lampe auch draufschrauben und damit könnt ihr das Ganze dann in der Erde befestigen, das heißt, ihr versenkt diesen Stachel in der Erde und könnt das Ganze eben auch im Garten aufstellen. Zu guter Letzt gibt es hier noch eine Anleitung, die liegt hier drin und da haben wir die Anleitung, die ist relativ kurz und knapp und eben komplett auf Englisch.
Ich werde jetzt doch alle wichtigen Dinge hier im Video erwähnen und im Artikel gibt es dann auch noch weitere Informationen. Den Artikel findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Das war's jetzt hier auch schon vom Lieferumfang und im nächsten Schritt werde ich die Lampe jetzt testen und werde auf jeden Fall auch mal aufnehmen, wie jedes einzelne Motiv eben aussieht, wenn ich es auf die Wand projiziere. Auf der Rückseite der Lampe befindet sich ein Knopf zur Steuerung der Geschwindigkeit. Und zwar gibt es 3 Geschwindigkeitsstufen, einen Standbildmodus und die Lampe kann über diesen Knopf natürlich auch ausgeschaltet werden. Wird dieser Knopf also einmal gedrückt, so wird die Geschwindigkeit der Stufe 2 gestartet, beim erneuten Drücken die Geschwindigkeit der Stufe 3. Wird er dann erneut gedrückt, so projiziert das Ganze ein Standbild, also der Motor schaltet sich dann aus. Und wird das Ganze dann nochmal gedrückt, schaltet sich die Lampe ab. Um die Lampe dann wieder einzuschalten auf Geschwindigkeitsstufe 1, muss der Knopf erneut gedrückt werden. Und wie das alles jetzt aussieht, zeige ich euch in einem kurzen Video im Anschluss. Im Folgenden seht ihr ein Beispiel für die verschiedenen Geschwindigkeitsmodi und auch den Standbildmodus. Für dieses Beispiel habe ich die Lampe in ca. 60 cm Abstand von der Wand aufgestellt und habe das Ganze eben abgefilmt. Ihr seht hier auch die Funktionsweise der Projektionslampe und zwar ist es so, es gibt 4 Motive, das heißt jede Motivplatte hat 4 Motive und diese werden über eine Scheibe an die Wand projiziert. Diese Scheibe befindet sich vorne in der Lampe und diese rotiert eben über einen Motor und wirft das Bild an die Wand. Ich zeige euch nun die Motive aller 12 Motivplatten bzw. die Projektion an der Wand davon. Das Rauschen im Video ist durch meine Kamera verursacht, weil das ist eine etwas ältere Canon Spielreflexkamera und wenn ich im Dunkeln Aufnahmen mache, dann habe ich eben immer ein Rauschen im Video. Auf diesem Bild seht ihr einen Test draußen im Garten. Ich habe hier die Gartenhütte angeleuchtet und der Weihnachtsmann hat hier ungefähr eine Größe von 1,80 Meter. Und im zweiten Bild seht ihr dann noch eine Wand, die ich aus ungefähr 4 Metern angeleuchtet habe. Und da hat der Weihnachtsmann so ungefähr eine Größe von 1 Meter. Kommen wir nun zum Lüfter der Lampe, denn wie bei einem Beamer oder einem Diaprojektor hat auch diese Lampe einen Lüfter, der die warme Luft nach außen befördert. Da das Gehäuse wasserdicht ist, gibt es hier keine Lüftungsschlitze auf der Oberseite. Dafür gibt es aber auf der Unterseite einen kleinen Auslass, wo eben die warme Luft herausgeblasen wird. Allerdings kann hier auch kein Wasser eindringen, weil wie gesagt, das Gehäuse ist eben wasserdicht bzw. regengeschützt. Der Lüfter der Lampe hat ungefähr einen Durchmesser von 30 bis 40 mm und dreht relativ hoch. Das heißt, ihr könnt den Lüfter hören, das könnt ihr aber beim Beamer oder einem Diaprojektor auch. Der Lüfter hat aufgrund seiner Größe natürlich die typischen Eigenschaften von so einem kleinen Lüfter. Das heißt, der hört sich natürlich anders an als zum Beispiel ein großer 120 mm Lüfter. Und kleine Lüfter haben eben wie gesagt einen höherfrequentigen Ton und hören sich eben anders an als große Lüfter. Wer schon mal einen PC auseinandergenommen hat und da Lüfter ausgetauscht hat, große Lüfter eingebaut hat, der kann sich das Ganze so einigermaßen vorstellen, weil das Geräusch von einem Lüfter zu beschreiben ist etwas schwer. Das war's jetzt hier von meinem Testbericht und wir sehen uns dann im nächsten Video.